Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die Random Nuzlocke Variante. Und heute gehen wir in eine neue Folge. Ich weiß, ich habe es die letzten Tage nicht wirklich gerissen. Vielleicht, weil so viel Stress bei der Arbeit ist. Ich habe keine Ahnung. Leute, ganz ehrlich, eine Sache, die mich komplett aufregt, ist, eine Woche bevor ich Urlaub habe, das heißt in dieser Woche, nächste Woche habe ich den Urlaub, haben wir immer eine Veranstaltung. Das ist so nervig. Und ich muss einfach alles machen, weil alle einfach so hirnlos sind. Und wo ist dieser komische Matrose? Wir suchen heute einen Matrosen und ein Kind. Ich hoffe, wir werden sie nicht zusammenfinden. Ich hoffe nicht in der Abstellkammer. Gibt es hier eine Abstellkammer? Wir sollten zuerst in der Abstellkammer gucken. Wo könnten die denn sein, sag mal? Wir müssen ja hier irgendwo sein. Wir müssen in den leeren Zimmern vorbeischauen. Vielleicht ist er gerade erst gespawnt, weil wir das Event getriggert haben. Das ist möglich. Wir sollten erstmal überall nachgucken. Das ist so nervig. Bist du der Typ? Nein, dich habe ich fertig gemacht. Abgezogen habe ich dich. Ja, komm. Verzieh dich. Da war ein Mülleimer. Ja, ist gut. Ich weiß, dass er leer ist. Habe ich schon beim ersten Mal verstanden. Okay, gut. Willst du deine Essensreste nicht mal wieder reinpacken oder so im Mülleimer? Dann hätte ich Essensreste. Die Überreste heißt das, ne? Verdammt. Egal. Wir gucken mal hier rein. Matrose! Was sagst du da? Ich soll eingeschlafen sein? Pah, so eine Frechheit. Kein Seemann, der etwas auf sich hält, würde zu so einem Zeitpunkt seine Arbeit vernachlässigen und schlafen. Hör auf, mir etwas zu unterstellen. Und kämpfe lieber mit mir. Weißt du? Der Sau noch? Aber verpennt sollte man niemals kämpfen, Freunde. Das habe ich kapiert. Ich habe kapiert in meinem Leben, im Pokémon, dass wenn ich morgens aufwache, ich nicht kämpfen sollte. Weil sonst sterben alle. Und du wirst es heute spüren, indem ich Ampere-Leuchte mache. Weil ich glaube, das war gut gegen Kampf. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ja, gut. Ich gebe zu, ich habe gewusst, dass das Ding einen Effekt hat, aber ich wusste nicht, dass es nicht effektiv ist. Kommt vor. Mal schauen. Gut, wir bleiben bei Regi, weil Regi kommt jetzt Level 55. Ach, die alte Frau. Natürlich jung geblieben. Sexy. Guckt euch die Kurven an. Dieser gelbe Teint. Du bist nicht alt, Regi. Du bist nicht alt. Ich krieg aufs Maul. Ich spüre, wie gleich mein Handy vibrieren wird und ich aufs Maul kriege. Ach, Anton. Cool. Ladungsstoß. Abgezogen. Los. Sehr schön. So. Damit haben wir auch diesen Kumpel besiegt. Aber das Mysteriöse war, er war im Bett. Wir sollten nochmal im Bett nachschauen, ob da vielleicht noch eine zweite Person ist. Diese Niederlage war unangenehm. Ich habe nicht zu Ende gelesen. Ich habe versucht zu raten, was da steht, aber ich habe es nicht gewusst. Ich gelobe mich zu bessern und wie man es von mir erwartet, zu arbeiten. Verpfeife mich bitte nicht beim Captain. Okay, niemand drin. Gut. Suchen wir das Mädchen. Und den Captain, weil wir müssen den Typen verpfeifen. Ja, ich bin eine Petze. Ich bin böse, was erwartet ihr? So, darf ich durch? Dankeschön. Das sind die Motoren. Du bist ein Mädchen. Aber anscheinend nicht das, was ich suche. Mir ist langweilig. Willst du kämpfen? Nö. Das war eine Frage. Auf Fragen kann man antworten normalerweise. Dämlicher Charakter. Mach ein Golking. Regi. It's your turn. Bam. Er ist sowieso tot. Ich brauche gar nicht hingucken.
Okay, ich war mir nicht so sicher, ich habe keinen Sound gehört. So. Sehr schön. Picknick. Wie heißt du, Hedwig? Das ist doch kein Frauenname. Du hörst dich irgendwie so ein schwuler Vampir. Hedwig. Der schwule Vampir. Passt. Oh, das Mädchen ist beim Captain. Oh, oh. Ja, noch schlimmer. Oh, ein Tagbuch. Darf ich es lesen? Natürlich nicht. Nichts kann man hier lesen. Dieses Mädchen liegt mir die ganze Zeit in den Ohren, dass es mit mir spielen will. Aua! Lass doch bitte mein Ohr los! Flachwitz. Kapitän, spielst du mit mir? Mir ist langweilig, ich will spielen. Hä? Heißt das, du spielst mit mir oder nicht, hä? Klasse, dann spielen wir zusammen Verstecken, Alter. Gott, nein. Jetzt hat sie es auf mich abgesehen. Ich will nicht Verstecken spielen. Los, mach die Augen zu. Oh Gott. Sorry. Ich hatte gerade ein Bild im Kopf. Okay, ich glaube, ich habe mich wieder beruhigt. Wo versteckt sie sich wohl? Ich hoffe nicht im Bett. Ich hoffe inständig, dass sie sich in keinem Bett versteckt. Naja, werde ich reingezogen oder so. Vergewaltigung. Ach Mann, weißt du, zuerst suchen wir diesen dämlichen Matrosen und jetzt das Mädchen oder was? Hast du ein Mädchen gesehen? Ich vermute mal, Feuer ist schwach auf hoher See. Was? Das ist egal. Ach, wirklich? Warum bist du Pokémon-Trainer? Sag es mir einfach. Mädchen, bist du hier? Nein. Ach so. Da war ja was. Ja, frisch und ausgeruht. Na gut. Wenn ich ein Mädchen wäre, wo würde ich mich verstecken? Im Fernseher. Ich meine, jeder will ein Star werden, oder? Okay, Müll ist sie schon mal nicht. Die Frage ist, versteckt sie sich vielleicht in einem Gegenstand? Oder versteckt sie sich irgendwo an Bord? Naja, versteckt sie sich in der Kabine des Captains? Und ich bin da rausgelaufen. Ach Mädel, tu mir das doch nicht an. Ist er doch auch Mädels. Baby ist kein schöner Kursename für ein Mädchen. Nein? Aber Baby. Habe ich noch nie zu einer Frau gesagt. Ich habe noch nie Baby gesagt. Keine Ahnung. Ach, hier war ich gerade eben schon, ne? Aha! Oh nein, du hast mich entdeckt. Na gut, dann gehe ich langsam mal zurück zu meinem Opa. Bitte, ja. Hallo Opa, da bin ich wieder. Der Onkel hier und ich haben auf dem Schiff Verstecken gespielt. Professionell. Ich bin professionell. Zero war dein Name, oder? Vielen Dank, dass du meine Enkelin bei Laune gehalten hast. Weißt du was? Ich möchte dir etwas schenken. Bitte nimm das. Die MS Aqua hat nun Oriana City erreicht. Wir machen eine Reise rund um die Welt. Mach das. Lass deine Tochter nicht, deine Enkelin nicht aus den Augen, bitte. Das ist nicht gut. Die MS Aqua hat nun in Oriana City abgelegt. So, alles wieder gut. So, da sind wir in Kanto. Hier werden wir jetzt unsere Pokémon fangen. Ey. Geht doch. Aus dem Weg, Bursche.
So, unser erstes Gespräch hier in Kanto. Du kommst aus Johto? Oh toll, dort sollen viele seltene Pokémon leben. Nö. So, da ist ein Pokéball, da werde ich auf jeden Fall nicht hinschwimmen. Und der erste Arenaleiter wird auch direkt hier in der Stadt sein. Allerdings kümmern wir uns erstmal um die ersten Pokémon. Wir haben ja noch 10 Minuten Zeit. Ah, nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. Es ist Nocturne, ich hab's gesehen. Ich hab's auf meinem Kontrollbildschirm gesehen. Ich hab's schnell weggeklickt. Aber ich sehe es trotzdem. Naja, wir haben ein Flug-Pokémon. Doch wir müssen erstmal ein. Du bist Level 13. Egal. Passt. Gut. Shit happens. One Drive. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Pokémon hier stärker sind. Das bedeutet allerdings nur für uns, wir werden kaum noch Level steigen und wir müssen gegen Arenaleiter antreten. Naja, gut. Wer möchte dieses Nocturne werden? Noctu. Ich spiele zu viel League of Legends, es tut mir leid. Ich drücke auf F9. Und. Ja, das passt. Das passt. So, werfen wir mal einen Ball. Levelball. Der passt zu dir. Ja, ich glaube, Regen spürt es, dass ich über sie geredet habe. So. Für Noctu wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Eule muss es nachdenken, dreht es seinen Kopf um 180 Grad, um so seinen Intellekt zu schärfen. Ja klar, so ein Genickbruch, ne? Mache ich auch immer. Wenn ich nachdenken muss, mache ich immer. Und dann weiß ich Bescheid, die Antwort ist immer 3. So. Autsch, das hat übrigens geknackt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Aber genau so sollte es sich bei Noctu schon anhören. Noctu. League of Legends, ey. Onissen. Mit NN. Okay, NNSS. Ich hoffe, das passt. Or. Diesen. Perfekt. So, Pokémon. Da haben wir unser Nocturne. Ich habe mit einem N geschrieben, ne? Ich werde das ändern. Und ich habe schon wieder Nocturne gesagt, ne? Ich werde es nie lernen. Ich werde das noch ändern. In der Folgenpause werde ich losziehen und den Namen auf jeden Fall richtig schreiben. Mach dir da keine Sorgen. Aber erstmal bringen wir ihm Fliegen bei. Fliegen zum Silberberg und fangen uns da ein normales Pokémon auf Level 42. Wir können fliegen! Wir haben ein Flug-Psycho-Pokémon. Wir haben verdammt viele Psycho-Pokémon, ne? Na egal. Schnabel. Wir haben ein Flug-Pokémon. Ich bin so glücklich. Er wird zwar wahrscheinlich in der nächsten Folge sterben, weil es ein Flug-Pokémon ist. Aber das ist mir scheißegal. Ich will fliegen. Mehr will ich wirklich nicht. Wieso kann ich da nicht hinfliegen? Kein Problem. Dafür hat man Cheats. Wieso kann ich nicht zum Silberberg fliegen? Achso, weil ich theoretisch noch keinen Zutritt habe, oder was? Das muss jetzt hier getestet werden. Also. Weil es in einer anderen Stadt lag. Ist okay. Das ist jetzt nicht dein goddamn Ernst. Soll ich die Troller jetzt nochmal suchen? Wieso bist du hängen geblieben? Das macht mich jetzt sauer.
Das macht mich jetzt sauer. Da war doch. Du willst aus dem Maul, komm her. Los. Ich fass das nicht. Du hast mir das Spiel abgeschmiert, ne? Noctu werde ich nochmal fangen, dann kann ich ihn wenigstens richtig benennen. Und ich werde ihn direkt auf 42 fangen. Also auf jeden Fall. Und wir rennen hier jetzt nochmal ganz kurz durch. Ich meine, das geht ja fix, ne? Ah, schon bist du 55. Ich krieg durch, ey. Wieso habe ich nicht gespeichert nach Noctu? Ich bin Depp. Kann ich mir wieder den Cheat raussuchen, um mein Pokémon zu fangen? Ach, Mann. So. Wir werden das Ganze ein bisschen verkürzen. Ha, ich hab's gefunden. So. Oh Gott, ich stecke in der Wand. So. Easy going. Tschüss. Bla bla bla, komm, ja, komm, Langeweile hier. Tschüss. Ach, die war hier gar nicht, ne? Wieso bin ich nicht direkt nach links gelaufen? Ich weiß es nicht. So, gefunden. Ja, bla bla, hier und da. Leck mich. Hau ab. Okay. Okay. Ich gehe durch die Tür. Alles gut. Weißt du was? Als Bonus, weil wir uns den ganzen Ärger gemacht haben. Glücksrauch. So. Dann fangen wir jetzt hier einfach direkt das nächste Pokémon. Was soll's? So. Gut, dass ich Hornisten noch nicht von der Liste entfernt habe. Aber das werde ich auf jeden Fall noch tun. So, gib mir das nächste Pokémon. Achso, da war was. Nidoqueen haben wir schon. Aber ich finde es schön, dass du es nochmal versucht hast, Nidoqueen. Oh. Es sollte nochmal in die Nidoqueen kommen, ne? Kann das sein? Jetzt kommt die Nidoqueen nicht mehr. Wer hat denn die Ehre, ein Dummiesel zu sein? Ich habe einen Namen. Ja, perfekt, Flottball. Dummiesel. Da fällt mir nicht viel zu ein. Duisel kann aber stark sein. Schlange. Wird es entdeckt, gräbt es sich ins Erdreich, um zu fliehen. Setzt es seine Flügel ein, kann es schweben. Und der Glückliche, der dieses Duisel sein kann, darf, ist Maron. Mara und herzlichen Glückwunsch, du bist ein Dummiesel. Ob du jetzt da so stolz drauf bist, weiß ich nicht. Aber ich werde jetzt erstmal Noctu fangen. Und dann sehen wir weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Oh Gott. Das kann was werden.